Hallo und herzlich willkommen zu unserem Fahrtipps aus dem Driving Camp Pachfurt. Obwohl, heute ist es eigentlich kein Fahrtipp, sondern ein Ratschlag zur richtigen Beladung des Fahrzeugs. Auch das hat natürlich Auswirkungen auf die Sicherheit beim Autofahren. Und das wollen wir heute in einem kleinen Beispiel mit lediglich 2 Kästen Wasser demonstrieren. Das steht natürlich beispielhaft für Beladung im Allgemeinen. Und dabei werden wir feststellen, dass die richtige Ladungssicherung nicht nur für den Berufskraftfahrer, für den Lkw-Fahrer wichtig ist, sondern auch im privaten Pkw anfängt. Hier immer darauf achten, dass wir Ladung so nah wie möglich an einen Widerstand laden, in dem Fall an die Rücksitzbank. Wichtig auch, wenn wir unterwegs sind, die Ladung noch an sich zu sichern, dass sie nicht verrutschen kann, aber das sehen wir gleich hier im Beispiel ganz besonders, wenn man den Unterschied sieht zwischen falscher und richtiger Ladung. Bei der ersten Fahrt zeigen wir, wie man es nicht macht. Das bedeutet, wir laden die Ladung, in dem Fall also die Wasserflaschen, gleich an die Ladekante. Das ist zwar bequemer, weil man sich nicht so weit ins Auto hineinlehnen muss, aber wir geben dem Ladegut Weg zur Beschleunigung. In unserem Fall beim Bremsmanöver rutscht der ganze Packen nach vorne und man hat dadurch eine erhöhte Geschwindigkeit beim Aufprall auf die Rücksitzbank. Wenn ich es richtig mache, stelle ich die Wasserflaschen so nah wie möglich an die Rücksitzbank nach vorne, verhindere die Beschleunigung und habe dadurch festen Halt. Unterstützen kann ich das noch, indem ich die Gurte der Rücksitzbank, sofern sie nicht genutzt werden, verschränke, verkreuzt, in das Gurtschloss gebe und erreiche dadurch zusätzliche Stabilität der Rücksitze.